Willkommen zu Inside Politics, Episode 8. Am letzten Samstag leider nicht auf den Linux-Tagen gewesen, heute aber in Graz, Martin Ehrenhauser von Europa Anders. Das ist der Mann, der gerade so in die Kamera grinst. Hallo. Martin, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, der Wahlkampf war jetzt wahrscheinlich schon sehr anstrengend oder die Vorbereitung. Wie bist du zu Europa Anders gekommen? Wie bin ich zu Europa Anders gekommen? Also das erste Mal habe ich davon gehört, oder das erste Mal hat mir der Christopher Klee von der Piratenpartei doch von diesem Projekt berichtet. Der hat mir gesagt, dass sich Leute vom Wandel, also von, das sind eine Wahlallianz aus KPÖ, Piratenpartei, Wandel und Unabhängigen. Und der hat mir erzählt, dass sich Leute vom Wandel mit mir treffen möchten, mir das Projekt vorstellen möchten. Und die sind dann im November, glaube ich, letzten Jahres auf mich zugekommen, haben mir von dem Projekt berichtet. Ich habe gleich gesagt, tolles Projekt, mache ich gerne mit, wie auch immer. Also es war von Anfang an nicht geplant, dass ich Spitzenkandidat werde, sondern ich habe gleich gesagt, mir ist es egal, in welcher Funktion ich mithelfe, sei es als Pressesprecher oder eben als Spitzenkandidat. Und so ist es dann entstanden. Im Jänner hat es eben dann eine große Klausur gegeben in Niederösterreich. Und jetzt seit 1. März gab es einen großen gemeinsamen Gründungskonvent, waren über 400 Leute in Wien. Und seitdem existiert Europa Anders und jetzt treten wir an am 25. Mai. Und warum bist du dann eigentlich zu Europa Anders selber gegangen? Ja, weil es definitiv eine Alternative braucht zu den herkömmlichen Parteien. Wir haben gesehen, was die Sozialdemokraten jetzt in den letzten Jahren für ihre Politik betrieben haben. Sie haben für die Bankenrettung gestimmt, sie haben für die Austeritätspolitik gestimmt. Sie haben für die Vorratsdatenspeicherung bestimmt. Das ist keine sozialdemokratische Politik mehr. Und wer Sozialdemokratie wählen will, muss jetzt anders wählen. Und kann jetzt auch anders wählen. Das ist ein sehr gutes Argument, das gefällt mir. Aber ich muss immer aufpassen, nicht, dass dann heißt, ich tue mal wieder Meinung machen. Jetzt bist du eher bekannt dafür, du hast bei Hans-Peter Martin ursprünglich 2009, wenn ich mich jetzt nicht irre, das war die letzte Wahl, kandidiert. Genau, 2009. Es ist dann recht bald zur Spaltung oder zum Auseinanderleben zwischen euch beiden gekommen, wie man auch immer das formulieren möchte. Da habe ich eine ganz klare, eindeutige Formulierung. Ich habe gesehen, dass 2,3 Millionen Euro am Konto fehlen von der Liste Martin. Mir sind Unterlagen zugespielt worden und ich habe Hans-Peter Martin angezeigt. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrug und Untreue und sie ermittelt weiter. Und jetzt geht es darum, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt oder nicht. Das wird sie jetzt in den nächsten Monaten herausstellen. Okay, nenne ich eine klare Antwort. Da habe ich jetzt eine andere Frage, nämlich es hat ja eine zweite Person gegeben, mit der sich Hans-Peter Martin auseinandergelebt hat. Das war Angelika Wertmann. Hast du mit ihr eigentlich überlegt gehabt, eine gemeinsame Plattform auch zu machen oder seid ihr da ideologisch zu weit auseinander? Nein, habe ich nie überlegt, wollte ich auch nie. Ich habe die Frau Wertmann immer als sehr unpolitische Person kennengelernt. Nein, also wir vertreten da unterschiedliche Ansätze und das ist sicherlich nicht meine Politik. Muss man auch akzeptieren. Jetzt hattet ihr als HPM 17,7% bei der letzten Wahl. Die stehen jetzt, oder hatte HPM 17,7%, sagen wir so, die stehen jetzt natürlich im Topf, weil er nicht mehr kandidiert. Wie würdest du sagen, werden die sich verteilen? Glaubst du, dass Leute, die HPM gewählt haben, auch dich jetzt oder Europa Anders wählen? Ich glaube, dass das eine logische Konsequenz wäre, ja, selbstverständlich. Also ich bin derjenige, der konsequent gegen Korruption aufgetreten ist. Ich bin derjenige auch, der konsequent für eine Regulierung des Lobbyismus in Brüssel aufgetreten ist. Also ich habe die Politik so gemacht, wie wir sie 2009 angekündigt haben. Und ich glaube, dass wir jetzt mit Europa Anders auch eine faire Alternative, eine soziale Alternative geschaffen haben, auch für jene, die eben 2009 die Liste Hans-Peter Martin gewählt haben und eben gesehen haben, dass er halt auch Hans-Peter Martin Teil des Systems ist und immer nur Wasser predigt, aber Wein trinkt. Also ich glaube, wir ja von Europa Anders sind jetzt der passende und faire Alternative für all diese Wähler. Gut, du hast jetzt einige Themen angesprochen, die auch du schon vertreten hast. Welchen Bereich deckst du noch ab als Person? Also ich habe mich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt jetzt während meiner Zeit als EU-Abgeordneter.
Das waren zum einen sicherlich der Bereich Datenschutz und Netzpolitik. Das war, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, eben der Bereich Lobbyismus. Also ich bin der Meinung, dass nur eine unabhängige Politik, eine wirklich unabhängige Politik, auch wirklich gemeinwohlorientierte Entscheidungen treffen kann. Wir haben ein riesengroßes Problem, dass große Konzerne, große Unternehmen die Parteien mehr oder weniger für sich eingekauft haben. Die Politik, die in Österreich, aber sicherlich auch auf Europa gemacht wird, die steht zum Großteils im Interesse der transnationalen Unternehmen. Sparpolitik wird durchgepresst, ja. Bankenrettung wird durchgepresst, alles Dinge zulasten des Sozialstaates. Und das war sicherlich auch eine Politik, die ich in den letzten Jahren nicht mitgetragen habe, im Gegensatz zu den Sozialdemokraten. Wofür ich noch einsetze, ist sicherlich das Thema Transparenz, also die Frage, wie gehen wir auch mit unseren Steuern um, wie können wir nachvollziehen, ja, was wirklich auch mit den Geldern aus dem EU-Haushalt passiert ist. Andere wichtige Frage für mich war das Thema Geheimdienste. Es gibt auch auf europäischer Ebene jetzt schon nachrichtendienstliche Strukturen. Da habe ich versucht, dass das Europäische Parlament mehr Mitspracherecht hat beim Budget, beim Personal, und das ist mir auch geklungen. Weil du das gerade ansprichst, davon war vor kurzem die Rede, da war zwischenzeitlich auch der Leiter dieser Abteilung ein Österreicher. Glaubst du, dass es gut ist für einen neutralen Staat, sich dazu sehr in, sage ich jetzt mal, einem westeuropäischen Verteidigungsbündnis zu engagieren? Nein, das glaube ich nicht, dass das gut ist. Also Österreich tut gut daran, wirklich aktive Neutralitäts- und Friedenspolitik zu betreiben. Derzeit lässt sich Österreich leider von der europäischen Außenpolitik oder teilweise auch von der deutschen Außenpolitik einfach im Windzug mittragen. Ich glaube, Neutralität ist etwas, was in der internationalen Politik sehr stark nachgefragt wird. Wir haben leider das große Problem, dass in der österreichischen Debatte Neutralität immer gesehen wird als etwas, wo wir uns aus der Verantwortung stehlen. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, wer aktive Neutralitätspolitik betreibt, wer aktive Friedenspolitik betreibt, der kann richtig gut, positiv auf ziviler Ebene Verantwortung übernehmen in der Welt. Und genau das ist eigentlich auch die Aufgabe, die Österreich einnehmen sollte in der Welt und auch in Europa. Das ist ein sehr gutes Argument. Sage ich jetzt mal, wenn man sich nach wie vor nicht mit der Neutralität als Feigenblatt sozusagen zufrieden gibt. Genau. Wie gesagt, ich muss immer aufpassen auf meine Zunge. Das ist immer das Problem dran. Aber ich glaube, das ist bei dir auch nicht viel anders. Hast du sehr oft den Glauben, dass Journalisten oder halt die Medien nur darauf warten, den O-Ton von dir zu bekommen, den sie haben wollen, um dich ins Klischee hineinzustecken? Also der Dialog zwischen Politik und Journalismus, der ist sicherlich ausbaufähig. Ja. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt von Problemen reden, dann müssen wir von Problemen auf beiden Seiten reden. Also auf der einen Seite haben wir das Problem, dass sich Politik zunehmend inszeniert, ja? Dass sich Politik zunehmend auch in Hinterzimmer zurückdrängt und dort wirklich Entscheidungen trifft. Auf der anderen Seite, ja, haben wir natürlich im Journalismus ein großes Problem. Die Mitarbeiterzahlen reduzieren sich permanent, Mitarbeiter werden abgebaut, die Journalisten selbst haben einen irrsinnigen Druck, die müssen irrsinnig viele Artikel liefern. Sie haben teilweise nicht mehr ordentlich Zeit, dass sie wirklich ausführlich Geschichten recherchieren. Sie werden nur mehr gemessen nach ihren Clickrates, die sie dann haben auf den Webseiten. Da herrscht enormer ökonomischer Druck in dieser Branche. Da müssen wir endlich wirklich auch dagegen arbeiten. Also Presseförderung reformieren, wirklich kleine Startups vielleicht auch fördern, die neue kreative Ideen haben in Online-Kommunikation, im Online-Medienbereich, dass wir hier auch Alternativen schaffen. Aber der Dialog zwischen Politik und Journalisten generell, ja, da hakt es ein bisschen. Ich glaube, der ist ausbaufähig und da müssen wir als Politiker, glaube ich, auch einen Teil dazu beitragen. Und zwar vielleicht auch in der Art und Weise, wie wir mit Journalisten reden und kommunizieren. Was haltest du vom Spruch Demokratie die Show? Stimmt das schon mittlerweile? Ja, ich verwende vielleicht einen anderen Begriff, und zwar den Begriff der Postdemokratie, den Colin Crouch, der britische Politikwissenschaftler, so schön formuliert hat. Also ja, was wir natürlich gesehen haben, wir leben in einer postdemokratischen Zeit. Das hat nicht nur mit der Europäischen Union zu tun, sondern das trifft auch die einzelnen Mitgliedsländer. Also dass demokratische Institutionen formal noch aufrecht sind, aber die Entscheidungen eigentlich in kleinen dunklen Hinterzimmern getroffen werden, im Zusammenspiel zwischen Politik und Interessensvertretern der Unternehmen.
und dass eigentlich direkte Demokratie nicht wirklich zugelassen wird. Also unter direkter Demokratie verstehe ich ja, dass wir jetzt eine große Frage haben in unserem Land und ich lade die Bürger dazu ein, dass sie gemeinsam an dieser Frage partizipieren und teilhaben. Also wir gemeinsam entscheiden, ja oder nein für eine bestimmte Frage. Da ist auch die Frage, wie man aufklärt, also wie man vorher Informationen liefert. In Wirklichkeit ist es aber so, dass sich die Parteien eigentlich nur mehr Meinungsumfragen anschauen und wenn sie glauben, dass bei einer Volksabstimmung das richtige Ergebnis rauskommt, dann inszenieren sie es. Aber es ist nicht mehr der ehrliche Versuch, wirklich breite Legitimation von den Leuten einzuholen für politische Fragen. Und genau da wäre es der Ansatz, dass man einfach wirklich die Leute wieder mitreden lässt, dass man ihnen auch wieder das Gefühl gibt, hallo, ihr seid nicht nur Stimmvieh, ja, sondern wir gemeinsam entscheiden in der Politik. Also glaubst du auch, dass es immer mehr und mehr in die Richtung geht, von Wahl zu Wahl oder von Umfrage zu Umfrage wird regiert und sonst eigentlich? Ja, selbstverständlich. Also man, nochmals auf das Thema SPÖ zurückzukommen, ich meine, der Herr Eugen Freund, das mag ein sehr sympathischer Mensch sein, ich will auch nicht urteilen über ihn, aber natürlich die Art und Weise, wie zum Beispiel die Entscheidung zustande gekommen ist oder die Fakten, ja, auf die diese Entscheidung basiert, das sind klassische Indikatoren der Postdemokratie. Ja. Die haben natürlich Umfragen gemacht, die haben jemanden gebraucht, der einen hohen Bekanntheitsgrad hat, die haben jemanden gebraucht, der einen hohen Sympathiewert hat und dann haben sie im Hinterzimmer irgendwo entschieden, wenn sie da jetzt installieren, ohne dass es eine wirkliche innerparteiliche Demokratie auch innerhalb der Sozialdemokratie gibt. Und jetzt, wenn wir auf der Straße stehen, kommen dann die SPÖler zu uns und beschweren sich dann über die SPÖ. Also da gibt es einen irrsinnigen Zorn, einen irrsinnigen Grant auch auf die Bundes-SPÖ und das merken wir auf der Straße ganz stark. Glaubst du, dass die SPÖ da auch ein bisschen sozusagen in einen Parteiadel verfallen ist, dass man sozusagen sich in die Hofburg zurücksetzt, wie seinerzeit die Adeligen und halt so immer mehr und mehr apostolisch regiert? Vielleicht so würde ich es nicht nennen, aber sie sind zu sehr fixiert auf Umfragewerte und auf Themenführerschaft, ja, und solche Begriffe und Indikatoren. Die eigentlich mehr wirtschaftlich sich anwenden. Die teilweise wirtschaftlicher Natur sind, natürlich. Sie haben natürlich große Spender, ja, die sie natürlich dann auch in ihrer Politik bedienen müssen. Das haben aber das Problem alle Parteien, also alle herkömmlichen Parteien. Trotz der höchsten Parteienförderung. Genau, also man darf das jetzt nicht nur auf die Sozialdemokratie umlegen, also auch wenn man schaut, wie zum Beispiel Politik von der ÖVP gemacht wird oder auch Politik in anderen herkömmlichen Parteien, sieht man ja auch, dass es hier große innerparteiliche Demokratiedefizite gibt. Also sich hier nur auf die Sozialdemokratie jetzt zu beschränken, wäre natürlich etwas kurz. Das meine ich auch. Du kommst aber selber aus einem sozialdemokratischen Milieu. Also daher verwundert es mich auch nicht, ich habe deinen Lebenslauf gelesen, dass du dich auch in erster Linie ein bisschen mehr auf die SPÖ einschießt. Wie ist aber dein persönliches Verhältnis zu anderen österreichischen Abgeordneten in Brüssel? Das ist unterschiedlich. Es gibt Abgeordnete, mit denen kann ich zusammenarbeiten, wo ich sehe, okay, da gibt es ein gemeinsames Interesse, das kann in unterschiedlichen Themengebieten sein. Ein Beispiel, ich habe bei der Reform des Transparenzregisters, also des Lobbyingregisters mitgearbeitet. Ich war da der einzige österreichische Abgeordnete in der Arbeitsgruppe, in der Reformarbeitsgruppe und habe mitgewirkt eben an dieser Arbeit. Und dann sind halt österreichische Abgeordnete auf mich zugekommen, wollten wissen, was wir gemacht haben in der Arbeitsgruppe, was die wichtigen Themen waren, was wirklich jetzt entschieden auch wurde. Und habe unter anderem dann auch mit der Evelyn Regner, der Gewerkschafterin von der SPÖ, dann gemeinsam Änderungsanträge eingebracht. Also da gibt es Zusammenarbeit auf unterschiedlicher Ebene mit unterschiedlichen Abgeordneten. Wie reagierst du dann auf Ansagen wie vom Herrn Swoboda, dass dein Name in Brüssel keine Bedeutung hätte? Ach, das finde ich durchherzig. Schauen Sie, wenn mein Name in Brüssel keine Bedeutung hätte, dann würde die sozialdemokratische Fraktion nicht ihren Fraktionschef ins Fernsehen stellen, damit der so einen Satz verkündet. Ja, das muss man sich doch mal vorstellen. Ja? Also der höchste Repräsentant der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament fühlt sich bemüßigt, in der Zeilenbild 2 zu erklären, dass der Herr Ehrenhauser nur wenig Mitspracherecht hätte. Ja? Also das ist doch wunderbar, also herrlich. Also einen größeren Widerspruch kann ich mir da gar nicht vorstellen. Also du liebst es sportlich und mit Gelassle. Das ist doch...
Also, was soll ich dazu sagen? Selten, aber der Art und Weise, wie das inszeniert wurde, war es ja schon ein Widerspruch. Also jeder intelligente Zuseher hat ja sofort gemerkt, dass das nicht stimmen kann. Ja. Liebe Zuschauer, das muss ich jetzt sagen, selten, aber es ist wirklich cool, einmal zu lachen während der Sendung. Und nicht nur zu weinen. Welche Möglichkeiten hast du jetzt als Fraktionsloser, muss man ja sagen, Parlamentarier in Brüssel aufzutreten? Also die Frage, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, muss ich immer unterschiedlich beantworten. Also auf der einen Seite gibt es einen Vorteil, auf der anderen Seite gibt es auch einen Nachteil. Ja. Der Vorteil ist sicherlich... kommt genau im richtigen Moment. Der Vorteil eines fraktionfreien Abgeordneten ist sicherlich, dass ich sagen und tun kann, ich kann meine eigenen Prioritäten setzen, ich kann so das sagen, was ich wirklich will. Ich bin auch dann dafür, einzig und alleine dafür verantwortlich, was ich mache und was ich sage. Also ich habe eine riesengroße Freiheit. Ich kann auch bei jedem Bericht Änderungsanträge einbringen, ich kann bei jedem Ausschuss mitarbeiten, ich kann mithelfen, auch Mehrheiten zu kreieren. Da funktioniert ja das Europäische Parlament ganz anders wie der österreichische Nationalrat. Die Mehrheiten sind bunt gemischt durch alle Fraktionen hin und wieder. Da ist wirklich eine Möglichkeit da, dass man auch wirklich sich beteiligt an der Mehrheitsfindung und dass man wirklich Leute für sich gewinnt und überzeugt. Also da gibt es eine richtige Debatte im Gegensatz zum Nationalrat. Auf der anderen Seite, was schwieriger natürlich ist als Fraktionsfreier, ist die Frage, wird man federführender Berichterstatter? Ja, also wo darf ich selbst einen Bericht schreiben? Da ist es natürlich so, dass nach dem Dehont-System diese Berichte vergeben werden. Das heißt, die stärkste Fraktion kriegt die meisten Berichte und die schwächste Fraktion kriegt die wenigsten Berichte. Da muss man sich ein bisschen hinten anstellen, da muss man sich ein bisschen mehr reinhängen wie alle anderen, dass man dann auch wirklich einen Bericht kriegt. Ist man aber auch geglückt mehrmals. Also auch da gibt es sozusagen Möglichkeiten. Ja. Also es hat Vor- und Nachteile. Okay, aber siehst du da Reformbedarf? Es ist natürlich nicht leicht. Ja. Reformbedarf in der Hinsicht vielleicht nicht unbedingt, was jetzt die Frage der Fraktionsfreien betrifft. Ich glaube einfach, dass jeder, der fraktionsfrei ist, selbst den Weg wählen kann. Also ich habe schon gemerkt, dass die Leute, ja, am Anfang sind sie vielleicht skeptisch, fraktionsfrei, sie wissen nicht genau, okay, wer ist das jetzt, ja, weil da natürlich auch sehr, sehr viele Nazis drinnen sind. Ja. Aber wenn sie dann sehen, dass da jemand auch mitarbeitet, ja, dass da jemand auch durchaus smart und intelligent Dinge auch einbringen will, dann darf man auch mitarbeiten und dann sind da viele Abgeordnete auch froh über Input, über neue Vorschläge, über neue Ideen. Und es liegt, glaube ich, schon sehr, sehr viel an einem selbst, wie man auftritt im Europäischen Parlament, welche konkreten Aufgaben man übernimmt. Und die Leute müssen einfach spüren, dass man es ernst meint und dass man auch wirklich fleißig ist und hart arbeitet. Dann kommt keiner an einem vorbei. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen in den letzten Jahren. Stichwort Nazis. Andreas Mölzer ist zurückgetreten. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, oder? Ich weiß jetzt noch gar nicht, er ist nicht mehr Spitzenkandidat, aber ja, steht er noch auf der Liste. Ich glaub, das wird erst morgen entschieden. Ich glaube, das wird erst entschieden, aber er ist jetzt mal vom Spitzenkandidat zurückgetreten. Ja, okay, also wenn er nur von der Funktion des Spitzenkandidaten zurückgetreten ist, ich meine, Entschuldigung, aber dann ist das mehr oder weniger jetzt eine Veräppelung der Wähler. Ja? Also der Mann ist einfach nicht tauglich für eine Liste, die für das Europäische Parlament kandidiert. Dieser Mann ist überhaupt nicht tauglich für die Politik. Ja? Also das ist, wenn das jetzt so wäre, dass er nicht Spitzenkandidat ist, dann ist das ja, sehr, sehr traurig. Und dann sieht man auch wieder mal, dass der Herr Strache eigentlich nur eine Marionette ist in der FPÖ und eigentlich nichts zum Sagen hat. Aber warten wir mal ab, was da morgen rauskommt. Werden wir sehen. Solltest du den Wiedereinzug nicht schaffen, hast du schon einen Plan B oder haltest du dich jetzt noch zurück? Ich bin ja unter anderem auch Vater von 3 Kindern. Unter anderem, ja. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass man als kleiner Junge hatte, wenn man so im Wald gespielt hat oder in der Wiese gespielt hat, dieses Unbeschwerte, ja? Dieses in den Tag hineinleben. Und genau diese Unbeschwertheit, ich werde meine Kinder bitten, ob sie mir nicht auf eine kleine Reise mitnehmen durch Europa, um genau diese Unbeschwertheit wieder mal neu zu entdecken. Und dann werde ich meinen Kopf ein bisschen durchlüften. Also das heißt, du hast mal sozusagen digital fasten,
Und ich bin mir sicher, dass das Leben mir wieder ein wunderbares Projekt vor die Füße legt, an dem ich mit Engagement und Leidenschaft weiterarbeiten darf. Weil du digital Fasten sagst, du tust das aber nicht so ideologisch, sage ich jetzt mal, speziell mit ein bisschen Voodoo verkleiden, wie es ein gewisser Herr Stolz tut, oder? Nein, nein, digitales Fasten verstehe ich einfach einmal. Das Handy vielleicht, also wenn's, also erstens bin ich einmal überzeugt, dass wir es schaffen. Ja? Also das wird ja sowieso alles nichts, was ich da jetzt sage. Und unter digitales Fasten verstehe ich eigentlich einmal das Handy einmal ein bisschen ausgeschaltet lassen. Ja? Also das wäre eigentlich so mein Ziel oder mein Plan. Wie oft läutet es jetzt am Tag? Das weiß ich nicht, erzähle ich nicht mit, aber es ist durchaus häufig. Eine Frage noch, wie siehst du die österreichische Bildungspolitik, weil du ja Vater von drei Kindern bist? Naja. Ich nehme mal nicht an, dass du deine Kinder, sind deine Kinder schon im schulfähigen Alter? Oder? Nein. Okay, also das heißt, du überlegst da wahrscheinlich schon, ob sie auf eine Privatschule gehen sollen oder auf eine öffentliche? Nein, also sie sind im belgischen Schulsystem drinnen, sind in einem öffentlichen Schulsystem. Und also Privatschule kommt für mich nicht in Frage. Was man natürlich schon sieht, ist natürlich die Ökonomisierungstendenzen der Bildung. Und das ist halt ein großes Problem. Ja? Und das Wichtigste oder die wichtigste Aufgabe der Politik ist einfach schlussendlich Gerechtigkeit. Ja? Und die Chancenverteilung ist ein Teil dieser Gerechtigkeit. Und damit jeder Mensch auch faire Chancen hat, ist Bildung ein sehr, sehr zentrales Element. Ja? Wer hat Zugang zu dieser Bildung, wer darf diese Bildung genießen? Und da sieht man halt gewisse Abschottungstendenzen, ja? Was Privatunis betrifft, was Förderprogramme betrifft, ja? Was Zugangsbeschränkungen betrifft, was Studiengebühren betrifft. Das sind natürlich alles Elemente, die dem Prinzip der Chancengleichheit entgegenstehen. Und dementsprechend finde ich das halt sehr, sehr bekämpfenswürdig und da muss man dagegen vorgehen. Also siehst du das eigentlich auch als Inhalt oder Teile dieses postdemokratischen Systems? Also was die Ökonomisierung betrifft, da würde ich das so sehen, ja. Also was die Ökonomisierungstendenz betrifft, also dass sich Bildung, ja, oder auch universitäre Bildung immer mehr an den Interessen von Unternehmen orientiert, ja, dass man in Linz auf die Universität geht und dann im Raiffeisensaal seine Vorlesungen macht, ja. Also diese Ökonomisierung, die sich auch in den Lehrplan reingefressen hat. Ich habe irgendwann einmal eine Zahl gelesen, ich weiß das jetzt nicht mehr in welcher Studie, aber wo sozusagen in den Wirtschaftswissenschaften untersucht wurde, welche Lehrmeinung vertreten wird von den einzelnen Professuren. Und da habe ich irgendwie, also ich kann es nicht genau wiedergegeben, aber ich glaube, es waren so 80% der Professoren in diesem Bereich, haben die Lehrmeinung dieser Chicago Boys mehr oder weniger vertreten. Ja? Also diese Ökonomisierung, die sie da reingedrängt hat in diesen Bildungssektor, das ist ein enormes Problem und das ist jetzt auch ein Problem für die Politik, wenn es darum geht, in Zeiten der Krise eben diese Krise zu bekämpfen, weil dann hast du wieder genau diese Chicago Boys, die dann mir dann erklären wollen, wie man die Krise bekämpft, nämlich mit Austeritätspolitik, ja? Wo man genau weiß, das führt noch weiter tiefer in die Krise und wir bauen den Sozialstaat noch viel weiter ab und wir haben ein riesengroßes Problem damit. Ja? Aber du bist, soweit ich es richtig verstanden habe, aber keiner, der Keynes vertritt. Also, dass wir jetzt starke Investitionen brauchen, das steht außer Frage. Ja, selbstverständlich brauchen wir das. Also das ist natürlich ein Teil der Maßnahmen, die jetzt notwendig sind. Ja, also diese Sparpolitik ist auch Teil des Problems. Damit lösen wir unsere Krise nicht. Darüber hinaus brauchen wir aber noch ganz viele andere Dinge. Ja. Also wir müssen natürlich ein Trennbankensystem einführen. Ja. Wir müssen die Frage dieser Verteilungsgerechtigkeit lösen. Ja. Also dass 300 reichsten Menschen so viel Vermögen haben wie 3 Milliarden der ärmsten Menschen, das ist ein sozialpolitischer Wahnsinn. Ja. Wir brauchen endlich wieder Vermögenssteuern. Ja. Wir brauchen eine Harmonisierung in Europa der Steuerpolitik, damit wir endlich diesen Standortwettbewerb ein bisschen unterbinden. Ja. Wir brauchen vernünftige Mindestlöhne europaweit, ja, damit wir auch wieder diesen Standort und diesen Wettbewerb unterbinden. Also wir brauchen ein riesengroßes Maßnahmenpaket. Wir haben viele Vorschläge davon im Programm von Europa anders. Ich glaube, es wäre ein richtiger Schritt, wenn uns eine Chance gegeben wird, damit eben auch einmal ein bisschen andere Politik von Österreich aus in Brüssel gemacht wird. Gut, dazu gibt es eigentlich jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Aber wie stehst du dann eigentlich zu diesen Sezessionsbestrebungen, die derzeit in Europa, eben in Italien, in Belgien und eben Großbritannien und Spanien
zu bemerken sind, wo immer wieder halt mit wirtschaftlichen Gründen darauf angesprochen wird, wir gehen weg von den Nationalstaaten und wollen unsere eigenen haben, um eben wirtschaftlich wieder besser dazustehen. Also das ist natürlich sehr bedenklich, vor allem wenn man sieht, in welcher Verfassung die Europäische Union ist. Ja. Also die Europäische Union kann ja als solches so etwas gar nicht auffangen. Die Entscheidungen, die hier getroffen werden, die werden undemokratisch getroffen. Es gibt keine klare Kompetenzabgrenzung. Also wir haben massive Probleme im Bereich der Europäischen Union. Und aus diesem Grunde, ja, ist es natürlich der Nationalstaat immer noch ein sehr, sehr wichtiger Ort. Ja. Aber aus dem Grund bin ich da sehr, sehr skeptisch, was das betrifft. Und kann eigentlich nur davor warnen. Ja. Kann ich auch verstehen. Das war ein Europäer von Europa anders, Martin Ehrenhauser, der noch einmal richtig in die Kamera gelacht hat. Also. Ja. Ich weiß, das ist über diese Sache mit Politiker werden vom Journalisten gezwungen, etwas zu tun. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und wünsche noch viel Erfolg im kommenden Wahlkampf.